Willst du meine Schweine hüten? Oh nein! Schweine hüten! Das macht man nicht! Schweine sind eklig! Okay, ich hüte die Schweine, ja? Und dann? Wenn du die lange genug gehütet hast, dann kriegst du deinen Lohn. Okay, ich hüte die Schweine. Oh, dann guck mal, wie viel grüne Schweine und rote. Futterzeit. Er liegt da einfach nur so auf dem Boden. Futterzeit. Oh, Schweinefutter. Und Futterzeit. So ein unfairer Mensch. Oh, ich will Schweinefutter essen. Hörst du auf? Das ist für die Schweine und nicht für die... Das ist aber dann auch nicht für dich. So ein Betrüger. Bei meinem Bruder, da kriegen alle was zu essen. Ich will mich aufmachen, will zu meinem Vater gehen und ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen Gott und die Menschen, vergib mir, mach mich zu einem Knecht. Oh, das mache ich. Die Schweine hauen einfach ab. Mein Sohn! Oh, komm her! Mein Sohn, Vater, ich habe gesündigt vor Gott und den Menschen. Lass mich dein Knecht sein. Mein Knecht sein? Mein Sohn, komm her! Lass uns ihm ein Kleid geben und auch wieder den Siegelring. So. Oh, Vater, danke. Lasst uns die Surini schlachten und uns freuen und fröhlich sein. Ich bin die Surini. Und ich bin schon groß, und ich bin schon groß. Und ich bin Ich habe eben gerade gedacht, du schneidest dir in die Finger. Die Zucchini ist geschlachtet. Jetzt können wir ein schönes Fest feiern. Alle zusammen. Denn die Zucchini ist geschlachtet. Jetzt können wir feiern. Ja, ja. Die Zucchini ist geschlachtet. Was ist hier los? Vater. Wer ist das? Mein Bruder! Der! Der hat das ganze Geld alles durchgebracht. Hat gefeiert und gepartet und hat mit dem Huren das ganze Geld. Vater, was ist mit dem los? Mein Dieser, dein Bruder, war tot. Und jetzt ist er wieder lebendig geworden. Lasst uns feiern und die Surini essen. Ja. Nee, Vater! Mein Sohn, alles, was meines ist, dein Bruder.
Komm und feier. Stopp!